Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Puh, was machen wir jetzt? Ich habe gerade überlegt, wir haben gerade Kunden da. Moin erstmal. Für meinen weißen Scirocco gibt es ein Video dazu. Und die sind irgendwie laut Frank 300 Kilometer hier angereist. Für das Ding. 300 Kilometer so weit, ja? Also ich weiß jetzt nicht, ob Gesamtstrecke oder eine Strecke, aber ich würde jetzt mal schätzen, 300 Kilometer hin, mit, also zusammen, hin, zurück. Na gut. Und das muss wohl so gelaufen sein, der Frank hatte hier zu tun, hatte noch Kunden irgendwie. Hat er mal den Schlüssel rausgegeben, hat die erst mal gucken lassen, also steht hier vor der Tür. Und der eine ist dann irgendwie gegangen, nach ein paar Minuten. Und der andere kam dann halt rein. Waren zwei. Und die Lisa hatte dem vorab noch das Video geschickt. Weil die kannten das nicht. Die haben irgendwie telefoniert oder so. Und dann hat die gesagt, hier, guck dir das Video an. Ja, okay, wir kommen auf jeden Fall und festhalten und reservieren und bla bla bla. Ja, super, machen wir, kein Problem. Ende vom Lied war dann, dass der eine, der da mit da reinkam, irgendwie sagte, naja, nee, und nee, das ist es nie und so. Und der Frank so, ja, was los? Was ist das Problem und so? Und ja, nee, wir haben uns das wie einen Neuwagenzustand vorgestellt. Und dann denke ich so, ja gut, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja legitim. Ja, das Auto ist ja auch nicht billig. Ne? Wenn das Ding irgendwie 10.000 Euro kosten würde, würde ich auch sagen, naja, was müsst ihr denn? Ja, sieht aus, wie es aussieht. Fertig. Ja. Da der aber natürlich nicht 10.000 Euro kostet und das mir ja auch wohl bewusst ist, dass das ein Auto ist, was für ein Preis, auf jeden Fall eine Wert hingekommen. Ah, du hast einen Filter drauf. Hm. Vom Scirocco. Was? Ein Hundefilter. Ich dachte, das ist gar nicht. Ach so, Mann, ich dachte, ein Graufilter, Alter. Was für ein Ding? Ein Graufilter, der vorne drauf kommt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, der Frank hat dann irgendwie, ich muss ja nochmal fragen gehen, wie das war. Der Frank ist so irgendwie dann dahinterher gelaufen, ne? Ja, also irgendwie. die waren hier kurz drin. Aha. Der Frank telefoniert. Ja. Da sind die wieder rausgegangen. Aha. Da ist der Frank auch rausgegangen. Aha. Und hat die hinterher gerufen, ja, kann ich helfen und so. Hm. Und dann die so, naja, ne. Kein Bock. Aha. Die waren irgendwie sehr. Sehr? Strange. Strange? Ja. 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 Nee, aber. Wie soll ich denn sagen? Da fällt mir ja, was fällt mir dazu ein? Eigentlich nichts. Weil viele scheinen das offensichtlich nicht so richtig nachvollziehen zu können, wie wir an solche alten, beziehungsweise Old- oder Youngtimer oder Classic Cars, wie es jetzt auch immer nennen willst, oder Exoten oder was weiß ich, herangehen. Wenn der vom Zustand her vermarktbar ist, lassen wir die Autos gerne unfrisiert, auf Deutsch gesagt. Also nie abends wie in der Disco, wo du irgendwie nach der dritten Jackie Cola rumtorkelst, bumm gegen irgendeine rennst und denkst, oh jawohl, du bist's. Ja? Und nächsten Früh, ne, die kommt aus dem Bad und du guckst sie an und denkst, oh Gott, das ist ja ganz anders in Erinnerung. Ja? Nichts gegen die Mädels, ne? Aber klar, wir Jungs machen uns ja auch hübsch, bevor wir irgendwo hingehen. Also zum Tanz, ne? Zur Brautschau oder was weiß ich. Deswegen lassen wir die Autos so, wie sie sind, damit der Käufer auch wirklich dann nur sieht, was er da kauft. Ne? Also wir fangen es nie an, irgendwie, ich hätte jetzt auch die zwei Dellen aus der Haube drücken können und die Tierleiste dran kleben. Hm? Und aufbereiten hätte ich ihn auch können. Na klar, ich hätte die Polster schamponieren lassen können. Ich hätte versuchen können, dass das Ding wirklich aussieht wie neu. Wenn ich das gewollt hätte. Aber das wollte man ja aber nie. Ich finde es eigentlich eher cool, wenn das Auto so ein bisschen eine Geschichte mit transportiert. Oder? Also, ist immer, liegt im Auge des Betrachters. Und interessant ist ja auch, selbst wenn jetzt einer sagt, ich möchte aber, dass die Sachen gemacht werden, alles, dann machen wir das natürlich fürs Geld. Gar keine Frage, also selbstverständlich, ne? Aber so weit ist ja gar nicht gekommen. Und der eine oder andere meinte, er wäre dann enttäuscht. Also ich grundlegend, wenn ich auf ein 30 Jahre altes Auto oder auch wenn es nur 20 Jahre alt ist, irgendwo hinfahre, also enttäuscht, war ich schon mal enttäuscht? Ja, aber du weißt ja, worauf du dich einlässt. Also, ja. Fährst da hin und weißt, dass die Karre alt ist. Ja, also der Julian war schon oft mit, also verstehe ich nicht. Ja, also ehrlich nicht. Also du musst doch wissen, dir muss doch klar sein, dass wenn du für so ein altes Auto kommst, auch wenn es nie gerade der günstigste im Netz ist, das ist völlig unbestritten, der selbstverständlich nie ganz neu sein wird. Also nie so komplett neu. Das ist nicht mal mein Rallye-Golf. Der hat auch ein, zwei Macken. Das ist zwar überschaubar, der ist vom Zustand her vielleicht noch ein Tick besser, ja, als der jetzt hier steht, der Scirocco. Aber man muss wirklich sagen, dass der
auch weit, weit, weit mehr gekostet hat. Weit mehr. Also im VK würde der weit mehr kosten. Das Ding kostet 20 in Chirurgo, würde ich für den Rallye-Golf müsste ich wahrscheinlich, alleine weil der E-Kaschen so hoch war, irgendwo 45, 50 Mille nehmen. Weil der so sehr wenig Kilometer auch runter hat. Ne? Der ist ja unter 50.000 Kilometer. Mit Checkheft. Deswegen, also da muss ich ganz ehrlich sein, kann ich schon natürlich auch zum Punkt, zum gewissen Punkt nachvollziehen, aber leider nicht ganz. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Händler. Ne? Vielleicht weiß ich auch einfach, das Problem ist, ich habe zum Beispiel mal eine interessante, ein interessanter Vergleich. Ich habe so Freunde, die machen so Immobilien oder Kumpels vielmehr. Ja? Und einer von denen ist ein sehr großer Immobilienhändler hier in Dresden. Beziehungsweise makeln die, verkaufen dies, das, jenes, welches. So, der war letztens hier, der will sein, das Auto von seiner Frau loskriegen und so weiter und so fort. Und da haben wir ein bisschen geschnackt, da haben wir zusammengesessen. Und der sagte eben, weißt du, was wir in der Immobilienbranche ganz oft machen, wir laden keine Grundrisse hoch. Gerade bei Gewerbeimmobilien nicht. Ich sage, warum nicht? Ist doch gut, wenn der Kunde sieht, wie der Grundriss ist, ob ihm das passt oder nicht passt. Ich sage, nee, das ist genau das Problem. Dann sieht er irgendwo eine Wand stehen, im Grundriss, die ihm irgendwie 30 cm im Weg steht. Und er denkt, das ist ein Riesenaufwand und ein Riesentheater, weil er sonst, weiß ich nicht, IT-Branche ist und nichts mit Bau und Hut hat. Der kann nie einschätzen, dass die Wand wegdreschen vielleicht ein Tausender kostet und einen Sturz oben reinziehen, nochmal 500. Ja? Der kann es nicht einschätzen. Und der, dann verhandeln wir lieber mit dem darüber und sagen dem, pass auf, wir machen das, dafür zahlst du 10 Cent mehr auf den Quadratmeter oder irgend sowas. Wir bauen dir das so um. Das ist besser, so vermarktet sich es besser, als wenn du vorher den Ist-Zustand quasi präsentierst. Weißt du, Schmidt? Also müssten wir ja alles ohne Bilder hochladen. Oder am besten ohne Text. Ist wirklich so. Ja, nur drei Beispielbilder. Das ist kein Quatsch. Du erzielst mehr Anfrage, wenn du nur meinetwegen drei, vier Bilder von dem Auto hochlädst. Erzielst du mehr Anfragen. Warum? Weil dann immer mehr Leute anfragen und sagen, kannst du noch ein paar Bilder schicken. Schon kommst du mit denen ins Gespräch. Wobei das natürlich im Alltag auch übelst nervig ist, oder? Natürlich, da brauchst du Zeit. Ja. Was denkst du, wenn du ein interessantes Auto hochlädst mit drei, vier Bildern online und meinetwegen nur im Groben die Ausstattung, was denkst du, was da losgeht? Ich habe mir eins genommen. Und übrigens wird schon das letzte nie fressen. Ich kauf dir was Neues, Julian. Außerdem hast du auch schon genug von mir mitgenascht. Ja, stimmt. Ja, ja, Freundchen. That's the true. Ein Leben und Leben, ja. Ja, genau, so. Und das ist halt so, wo ich immer sage, pass auf, ich kann dir am Telefon viel erzählen, wie ein Auto aussieht. Ich kann dir auch im Video viel erzählen, wie die Scheißkarre aussieht, auf Deutsch gesagt. Ja? Komm einfach her, wenn es dich wirklich interessiert. Und weißt du, was ich mache? Ich schraube meine Erwartungshaltung nie in die Höhe, auch wenn es teuer ist. Oh nein, ich schon wieder. Ich hab euch gesagt. Schon wieder, Kunde. Ich mach das nie absichtlich, ne, wenn ihr immer denkt, ich mach das mit Absicht oder so. Ne? Nee, Jungs, das ist keine Absicht, weiß Gott nicht. Aber, wo waren wir hängen geblieben jetzt? Beim Vermarkten von Autos, ne? Mhm. Und das ist halt so ein Trick, das machen halt die Makler. Die machen das natürlich auch oftmals natürlich, damit der Kunde eben nie sieht, wo die Immobilie sich befindet, um eben die Kartage zu umgehen. Da kann ich euch beruhigen, weil die meisten Makler haben mit dem Eigentümer oder Verkäufer Verträge, die auf eine Laufzeit sind und im Zweifel, selbst wenn du den Kontakt findest zu dem Eigentümer, zum Eigner der Immobilie, ist der gebunden an den Makler. Und die Provision wird im Zweifel ohnehin fällig. Ne? Also ich habe das ja früher oft so gemacht. Ne? Bin halt oben gefahren und geguckt, wo ich die Scheiße finde. Ich bin da auch sehr gut gewesen, wie so ein kleines Trümmelschwein. Habe ich immer gefunden, wo es ist. Ja. Ne? Mittlerweile, zur Zeit, ist der Immobilienmarkt in Dresden eigentlich Grütze. Muss ich ehrlich sein. Also da geht nicht viel. Aber das schweift ja komplett vom Thema gerade ab. Aber der Vergleich ist halt relativ interessant. Ne? Hm. Und ich glaube, es gibt auch Händler, die arbeiten so mit dieser Methode. Die machen zum Beispiel mobile.de nimmt ja für die Premium-Seite extra Geld. Also sprich, dass du 30 Bilder uploaden kannst, ne, glaube ich, sind es. 15 sind es ja ohne Premium. Genau, also du kannst mit der Kasse einsteigen, auf Deutsch gesagt, beim Mobil, beim Paket. Da hast du 15 Bilder und eine ganz normale Page beim Mobil und nichts anderes. Auch als Händler? Also es gibt es auch als Nicht-Premium-Version für Händler? No, du kannst die komplette Kasse bestellen, okay, auf Deutsch gesagt. Und dann kannst du das halt upgraden, dann kriegst du halt ein freies Kontingent für Top-Inserat und Blickfänger, also wie bei eBay Kleinanzeigen, kennt fast jeder von euch. Ne? Ja. Hochschieben und so ein Quatsch gibt es dort auch, heißt bloß anders. Ja. Na, dass es oben in der Werbung läuft zum Beispiel. Mhm. Das kostet halt alles Geld und auch nie wenig, finde ich. Aber was man jetzt wirklich sagen muss, die Immobilienbranche hat ja auch sowas. Ja? Also auch eine Plattform. Die zahlen im Monat mal 20.000 Euro netto für eine Plattform.
Die haben ganz andere Erträge, ganz andere Margen, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber 20 Kilo für eine Plattform hat mich echt erstmal weggeschöppert. Netto. Da habe ich echt gedacht, alter Verwalter, das ist echt auf jeden Fall okay, ein Schnäppchen. Wo ich mich halt hinterfrage, was ist denn, wenn du jetzt eine geile eigene Website baust und die schiebst in den Google-Algorithmus nach oben und dafür Geld ausgibst? Ob die Leute dann deine Autos trotzdem finden? Und weil ja einer fragte, läuft Verkauf über YouTube schon? Ich sag mal, nee. Es kommen so Anfragen rein, ne? Also sprich, könnt ihr das, könnt ihr hier, könnt ihr dort. Bestimmt können wir einiges. Bestimmt und nicht alles, aber wir schaffen gar nicht, das alles so zu bearbeiten, weil wir erstmal uns um das kümmern müssen, was hier steht. Ja. Weil das hat erstmal für uns eine Priorität. Ne? Der Kunde, der von uns was möchte, der was kauft oder der was gekauft hat vielmehr schon, der einen Abschluss gemacht hat, der muss ja sein Auto kriegen. Und das muss ja fertig werden und der muss damit zufrieden sein am Ende des Tages. Und das ist schon, da schaffst du gar nicht alles, ne? Oder? Also, ich weiß gar nicht, was hier so an E-Mails manchmal noch reinkommt, zusätzlich an Fragen und Sorgen und Ängsten und Nöten. Ne? Hast du Nachricht gelesen mit dem Breitbau? Wo jemand gefragt hat, ob wir einen Breitbau eintragen können. Was, wir? Ja, ja. Wie sollen wir das machen? Wahrscheinlich denkt er, wir kennen irgendwie jemanden. Ach so, ja, kennt du bestimmt viele, aber. Ach, alles, auf Instagram, ne? Ja. Mhm. Aber muss ja ehrlich sein, nur auf geraden Wege, ne? Ja. Also, dass wir hier irgendwie. Alter, hast du nie gesehen, ne? Hier ist ein Profi. Ja, das gibt's ja nicht mehr. Und das filmen wir dann schnell ins Netz. Ja, mit dem Geld. Ja, hat TÜV. Ne? Oder hier wie früher mit dem Fahrzeugschein, mit dem Huni drin. Also, vielleicht gibt es das irgendwo noch so ein bisschen. Aber hier in der Stadt, hier bei uns, setze ich ehrlich keine Sau wegen irgendwie 50, 100 oder 200 Euro in sonst wo rein. Also, kenne ich keinen, um ehrlich zu sein. Vielleicht bin ich einfach nur ein Außenseiter und habe keinen Plan, wie es wirklich läuft. Das mag ja alles sein. Aber bei uns, wenn der TÜV-Mann kommt, guckt er sich die Karre auch vollständig an. Was los? Hallo. Du hast gestern mit einem Herrn gesprochen für den weißen Qashqai und er will die EOS-Umzahlung geben. Ja. Und dann hast du gesagt, welchen Preis? Inwiefern? Zum Beispiel mein Auto jetzt. Meinst du jetzt einen EOS? Vier, viereinhalb. Der hat gesagt, du hast viereinhalb gesagt? Na, zwischen vier, viereinhalb. Was war das? Das ist unklassiker. Der Kunde merkt sich immer nur die höchste Zahl, die ihm am besten gefällt. Logisch. Und jetzt wird es noch besser. Wenn du 4,8 gibst, dann wäre er einverstanden. Es war ein sehr sympathischer Mann, ne? Älteren Semesters. Er wollte absolut nie mit mir reden, weil er gestern mit dir telefoniert hat. Warum nie mit dir reden? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil ich ja im Regelfall die Sekretärin bin. Ach ja, stimmt. Der Klassiker. Verkauft seit über 10 Jahren Autos mittlerweile und hat, ich glaube, im Autogeschäft alles gesehen, alles miterlebt. Hat von früh bis abends mitgearbeitet, samstags, sonntags. War auf der ganzen Welt schon unterwegs, Autos kaufen. Oder nahezu auf der ganzen Welt. Und die Leute unterschätzen sie immer, ne? Das ist echt typisch Mann. Muss ich wirklich sagen, es ist peinlich, Männer, schämt euch. Schämt euch, wirklich, es ist absolut peinlich. Sie kann euch teilweise mehr erzählen über Autos, als manch anderer Typ, der draußen rumläuft und denkt, dass er es kann. Jetzt wird es wieder rot. Aber es ist wirklich so, ne? Also die Frauen zu unterschätzen, ist ein Riesenfehler. Das ist nicht schlimm. Ich weiß, da verkauft sich's besser. Man wird gerne unterschätzt, das ist gut. Aber wie auch immer, 4,8, naja. Letzten Endes, jetzt sagst du ja, ne? Dann kommt er mit dem Ding hierher, dann ist an dem Klo irgendwas immer wieder bei 4,5 am Ende des Tages. Ne? Hat noch irgendwelche 18 Zoll Räder mit ein. Ja, ich weiß. Sagt nie dazu, VW EOS, ne? 1,4er TSI, 122 PS, 2,11er Facelift, also 2011er Facelift, der ist Champagner außen. Boah. Ja, ja. Das ist halt. Na, Alter, bitte, du hast den Pullover fast in der Farbe. Alter, was ist denn mit dir? Oh, ekelhaft. What the fuck? Nur dass dir der Metallic-Lack fehlt, Alter, was ist los? Ja, Uni, Alter. Der Uni ist halt eine rote Birne auf jeden Fall. Ja. Außen braun in beige. Ich habe ja gelesen, dass das vielen gefällt mittlerweile. Also braune Farbtöne. Also bin ich völlig raus. Aber Fakt ist, dass das Ding ein Handschalter ist. Der hat ein kleines Navi. Immerhin. Eine große Klima. Arschgrill. Ich glaube PDC und ein Tempomat und kein Mufu-Lenker und kein Xenon. Und hat 200 auf der Glocke. Getriebe frisch gelagert, Kupplung, Schwungrad, Zeug, alles neu, Motor kein Ölverbrauch und Kette, alles in Ordnung. Er ist selber mal Schlosser gewesen. Das ist ein älterer Herr, an die 70 ist der, hat er erzählt. Das sind Rentner, Peter. Na, genau. Fährt viel, fährt gerne und Auto muss zuverlässig laufen. Zustand soll gut sein. Finde ich jetzt nicht unrealistisch, den Preis, ne? 6,9 zum Ding im VK. Also könnte man machen. Wenn er gut ist. Zur Not. Und was steuert er das gemacht? Wegen 300 Euro, ich muss so nicht streiten, was? Und die soll in Ordnung sein. Habe ich extra gefragt. Öl, Steuerkette, hast du Ölverbrauch, hast du Steckkette gehabt? Nee.
Der hat das Auto irgendwie als Jahreswagen gekauft. Also er hat es schon lange. Ja, ich glaube 2012 oder 13 oder sowas, irgendwie 2, 3 Jahre. Das ist halt nur schwierig wegen Leerleistung. Das ist halt wegen dem Kilometerstand. Genau, das ist halt so das Problem bei den Dingern. Ne? Also ich habe mit dem G270 mit 300.000 Kilometer auf der Uhr hätte ich weniger Kopfschmerzen, um ehrlich zu sein, als mit so einem N4 DSi mit 200 auf der Welle. Aber ich sage immer, wenn so ein Ding 200 schon durchgehalten hat, dann hält er wahrscheinlich unter die nächsten 100 oder 200. Sag mir mal einen Preis jetzt. Ja, 4,8, um ehrlich zu sein, ist eine Ecke zu viel. 4,5 war schon so das Max, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt mit dem rumkorbern noch ewig? Nee, entscheid du einfach, also mir ist es Wurst. Wenn du mit ihm noch irgendwas hingebogen kriegst, dann ist das schön, und wenn du da machst halt. Was zeigst du nicht so blöde? Der Stab ist schon wieder unterwegs. Ne, schon wieder ausgefahren. Ich glaube, eine Düse wird einfach die Schulter schwer. Ja. Ist die Kamera zu schwer, Düse? Das ist einfach dann irgendwann mal schwer. Du redest das ist doch nicht. Nein, das liegt ja auch nicht an der Kamera, das liegt an dem Verkrampfen. An der Haltung. Halten, ja. Das ist auch nie. Danke, so Lisa, fühlst du nämlich jetzt mal. Das ist doch geil, zum Beispiel, ich sitze auch als Kameramann, stehst du da so, wir filmen drin, und dann Rico, so, Jungs, wir gehen jetzt mal raus. Okay, geh ich noch schnell Jacke anziehen. Danach hast du die Jacke an, ne? Stehst dort vorne, halbe und Stunde reden. Übelst warm, du fängst an zu schwitzen. Oder das war wie, komm, Lisa, du filmst jetzt mal schnell die V-Klasse, 100, 200. Und dann hat er so, warte mal ganz kurz, wie viele Flaschen stehen jetzt hier? Julian, welche Flasche stehst du jetzt noch? Die ist leer. Die ist leer. Und brauchst du die noch? Denke ich vielleicht am Pfandsack. Aha, du hast einen Pfandsack? Wir haben Julian einen Pfandsack gemacht. Was ist mit der? Die stand da letzte Woche schon. Ja, ich weiß, ich habe Angst vor der. Was? Die steht schon so lange. Was? Du hast Angst vor der, Alter? Pass auf, bei dem zu Hause steht eine Flasche hinter der Tür, da geht jemand in seine Wohnung, weil ich habe Angst vor der. Merkst du was? Ich habe letztens irgendwas von sozial Gestrandete und Verrückte, ne? Spülbecken der sozial Gestrandeten und Verrückten, ne? So ein Auffanglager. Und hier unten, guck mal da, Julian hat schon wieder gesammelt. Guck doch mal hier. Letzte Woche war ich hier, Alter, es geht schon wieder weiter. Der Weg ist weißt du, an wen du mich erinnerst? Kennst du den Film Aviator? Nee. Darf ich noch was einwerfen? Ja. Bitte, wenn der Enrico mal eine Woche mit meinem Auto gefahren ist, könnt ihr doch mal reinfilmen. Stimmt. Das sieht super aus, sieht besser aus als vorher. Also. Da ist das Auto fast das doppelte Wert, das weil du so viel leer gefunden hast. Das Gute ist, dass ich ja hier bestimmt, dass ich hier der Bestimmer bin und dann filme also das, was ich filmen will. Und mein Auto wird auf jeden Fall nie gefilmt, die Drecksäcke. So, aber den Film Aviator, kennst du ihn? Wahre Geschichte. Wie mit? Also wann kam der auch? 2002? Ja, siehst du. 3, 4, irgendwie ja, sowas. Da, nee. 2003, 4 ist er rausgekommen. Nee. Glaub ich glaube auch ein bisschen später. Später. 4. Ich schätze 2008. Nee. Ich denke 2004. Ich sag 2005. Oh nee, mein Verlauf, oh nee. was? Egal. Bananenspinne überrascht, was ist denn das für eine Scheiße hier? Alter? Was hast denn du dir angeguckt? Corona in Afrika, 3 Millionen Infizierte, allein in Lagos, wie Arthur, da ist es doch. 2,8 sage ich immer noch. Nein. Ich sag 2,4. 2,4! Warte, können wir das überspulen? Was hat er zuerst gesagt? 2002, stimmt's? Ja, ich hab mich aber nochmal revidiert. Dann 2004 sagen, oh, ich hab's gesagt. Ich hab mich da nochmal revidiert, Kunde, ich hab 2004 dann gesagt, leck mich doch am Arsch, Mann. 2004 habe ich hier. Jawohl. Hier, Schätzmeister. Schätzmeister. Enrico Schätzler. Ich hab mich dann revidiert, Alter, auf dem Tag. Nur genau. Vorher, du sag mal, also komm, geh raus jetzt. Also, da gebe ich den 5 Cent für den Leos. Na, dann fängst du die letzten 500 drauf, ist mir da egal. Ja, tschüss. Also das, was die Caro Minus macht, legst du dann drauf, okay? Lisa, was machst du mit dem Kratzer am RS6? Das wurde auch gefragt. Nichts. Autos nacherklärungsfrei, wie sollte ich doch schon wie? Also ich hatte mal überlegt, ob man Holm mal fragt, ob man dort irgendeine geile Lösung finden, das irgendwie ganz geil auszulegen, ja. Wenigstens. Na, das kann ich selber, hab ich früher auch gemacht. Ein Aufkleber drüber. Genau. So, 100, so ein 100 km/h Aufkleber, so 100 km/h ist die Umwelt. Oh doch, rettet die Umwelt! Ja! Rettet die Umwelt Aufkleber auf die Seite! Ich hatte an so einen 25 km/h Aufkleber gedacht. Nee, das ist nicht so cool. Ich würde rettet die Umwelt draufkleben. Nee, das ist auch. Also gibt's die alte noch? Redet da einer über die? Die kann ja nirgendwo mehr hinfahren. Läuft die eigentlich schon mit dem Holzroller? Die alte. Jetzt mal ehrlich. Ja, was denn? Die wird doch die Umwelt schützen. Na, was? Da müsst ihr mit richtig gutem Beispiel vorangehen. Aber sowas von. Na, aber ist die nicht mal bei irgendjemandem mitgefahren oder sowas? Hä? Kein Plan. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussieht. Ich weiß noch nicht mehr genau, wer das ist. Was soll die mitgefahren jetzt? Ja, und weiter? Nee, die sind zwischen 18 durch, ne? Was? Und hat Millionen verdient, wollen wir retten? Ja, sehr. Hat garantiert nie ehrenamtlich gemacht oder alles gespendet an irgendeine Umweltschutzorganisation wie Greenpeace oder so. Ja, aber hörst du noch irgendwas von der? Ja, die hat die Taschen voll.
was ist denn jetzt eigentlich da nochmal mit Abgas, Diesel? Böser, böser Diesel, du. Hm? Was ist mit der alten da hier, mit der Greta? Oh. Was ist mit der? Wo ist die jetzt auf einmal hin? Ja? Und was ist denn mit Fahrverbotszonen? Redet kein Schwanz mehr drüber. Es gibt nur noch Corona. Ja. Von früh bis abends. Vielleicht passiert das auch eben hinter den Medien. Genau. Wie bei der Fußball-WM, da wurde immer alles durchgedrückt. Da sind alle besoffen, das kriegt ja keiner mit. Oder viele. Nee, alle. Viele. Würde ich mal sagen. Ja? Da guckt ja keiner hin. Und ich weiß nicht, vielleicht machen die das gerade genauso. Ich weiß es nicht. Und ich sage jetzt, eine Sache ist safe. Nächste Woche wieder Lockdown. Lockdown 3. Jawohl. Musst du eigentlich nicht, hast du nichts zu tun? Bist du eigentlich nur zu Besuch hier, oder? Ich habe mich an eurem konstruktiven Gespräch beteiligt. Außerdem wurde ich doch, ich bin schon gegangen, dann wurde ich nach meinem R6 gefragt. Also wie viele Autos hast du heute schon verkauft? Zwei. Eins fasten, eins gar nicht, komm raus. So. So läuft das hier, jeden Tag. Und das ist noch harmlos. Und falls sich jetzt wieder irgendjemand daran echauffiert, wie wir miteinander umgehen, naja. Wenn es jetzt zu so doll ist, dann kann ich einen anderen Kanal empfehlen. Das ist übrigens auch ein Thema, ne? Weil viele ja auch geschrieben haben, das wird ein total sinnloses Video, glaube ich, schon wieder. Ne? Ja, so gut, ja. Aber Fakt ist, da haben ja auch einige geschrieben, mach ein paar Felgen drauf und dann läuft das schon. So ungefähr. Wie aka irgendwer. Weißt du, ich bin? Ja, auf was jetzt? Na, auf irgendein Auto. Wissen wir, was das war? Wo ist das SL, glaube ich, war das. Und irgendwo noch. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo. Das hast du doch gestern gesagt. Ich hab's gesagt. Das hast du ja auch gesagt, das war gestern. Ja. So, bei Turbo? Ja! Ja, wegen Leistung. Bei genau. So. Und da habe ich so überlegt, das war schon eine Woche her jetzt oder so. Und da habe ich so überlegt, was wollen die, was meinen die eigentlich jetzt? Habe ich nie kapiert. Und dann hat der Julian sagte immer zu mir, musst du mal Punkt, Punkt, Punkt gucken und so. Und ich so, wer? Wen soll ich gucken? Wer ist das? Na hier, so und so und so und so, YouTube, Autos, Und da habe ich gedacht, na fiel mir das wieder ein irgendwann. Und da habe ich das mal geguckt, da muss ich ehrlich sagen, ja, da habt ihr recht. Das ist immer dasselbe. Also, die haben letzten Endes, gibt es da so diverse Leute offensichtlich, ich mache mich wahrscheinlich gerade richtig unbeliebt, ne? Aber die kaufen irgendeinen Mülleimer auf Deutsch gesagt ein, wohlweislich, machen darüber Videos, schlachten es aus und nehmen das nächste. Aber finde ich es nicht verwerflich. Also kann man ja machen, ist in Ordnung. Ne? Was wir halt machen, ist halt so das, was wir täglich machen. Wenn man daraus einen Job machen kann, also für uns ist halt auch ein gewisser Unterschied, weil du musst dir so vorstellen, den Autohandel, mich als Unternehmer und dieses Unternehmen gab es ja lange, lange bevor wir überhaupt YouTube gemacht haben. Das heißt also, ich baue mein Leben nie auf YouTube auf, sondern ich habe mein Leben auf dem Autohandel aufgebaut und dieses YouTube-Thema läuft so nebenher. Na, die machen aus den Videos einen Job und wir machen aus unserem Job ein Video. Bingo. Das ist der Unterschied. Und da klar fällt es mir dann den auch sehr leicht, irgendwie zu sagen, oh, guck mal, so eine Scheiße und so. Die haben ja nichts zu verlieren. Im Regelfall. Die haben ja jetzt nie irgendwie, vielleicht gibt es ein, zwei Ausnahmen, ne? Die irgendwie ein Autoladen haben, irgendwas, irgendeinen Kfz-Handel oder mit den Produkten handeln und dann irgendwie erzählen, wie scheiße die sind. Wer macht denn das? Das machen die viele. Da kannst du dich. Das ist so, weißt du, das ist ein schmaler Grat auch für uns, für mich auch. Ich weiß, dass es auch kippen kann in die falsche Richtung. Ne? Das kann auch wirklich nach losgehen, ne? Dass solche ganz ehrlich so wie es ist. Es kann passieren, dass wir falsch rüberkommen oder sowas, ne? Dass die Kunden uns falsch verstehen. Was ja auch hin und wieder vorkommt. Der ein oder andere scheint es irgendwie nicht zu raffen, habe ich den Eindruck. Oder will es genau andersrum verstehen und versucht dann irgendwie Stimmung zu machen. Wobei die meisten doch schlau sind. Und die meisten, das muss ich wirklich auch sagen, da hat der Jürgen vollkommen recht. Ich sage wirklich, also wirklich 97, 98% sind intelligent genug, haben verstehen, was wir hier machen und checken, was los ist. Ja? Und das freut mich sehr. Und das gibt natürlich noch mehr Mut, mehr zu zeigen. Also ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe sowieso keine Angst, mich zu blamieren. Das ist mir egal. Wenn es dir nicht passt, sage ich immer, dann gucke ich nie an. Aber am geilsten sind ja die, die ich angucke und die trotzdem scheiße finden. Weißt du, ich will? Da kann sich irgendwas aufregen, ne? Ja, das ist doch auch geil. Ich finde es doch auch gut, wenn du vielleicht von irgendjemandem so ein bisschen so dieses Hassobjekt bist. Ja. Das ist so eine Voodoo-Puppe dann zu Hause. Scheiße, Digga. Hier kann man das verkaufen. Ja, das ist. Ja, die kann man dann verkaufen. Das ist eine geile Idee. Apropos, hat mir das schon gezeigt? Pass auf, also Leute, weil ja jemand sagte, von wegen. Das liegt schon seit ein paar Monaten, ist ein bisschen eingestaubt. Boah, ja, ich glaube.
Was? Und zwar haben wir, der Jürgen und ich, schon im September, August letzten Jahres mal angefangen, Arbeitskleidung zu machen. Also Arbeitskleidung für uns. Ja? Weil wir hier, siehst du ja, der hat einen, was hat er für einen Pullover an? Champagner. Champagne. Champagner. Champagner. Hat er an und findet die Farbe scheiße. Jawohl. Fettnäpfchen Ole. Ich hatte es nie überlegt. Nee. Wir können dann mal gucken, ob der noch mehr Champagner-Klamotten hat im Video. Ja. Die können wir mal alle. Jawohl, die Hassfarbe. So, und da haben wir jetzt wirklich ganz auf simpel. So wie wir dann eben Autohändler, wir sind ja keine Klamotten-Textilunternehmer, irgendwas, Klamottenlabel-Gubbis, wir sind Autohändler. Also, ne, deswegen nie ganz so eng nehmen das Ganze. Und da habe ich Julian irgendwann mal letztes Jahr im Sommer, wo man noch in die Läden durfte, was kaufen, wo das noch ging, ja. Habe ich gesagt, geh mal bitte los, such mal ein paar coole Klamotten raus, du bist ein junger Mann, die wir uns hier anziehen, die cool sind, ja, also die modisch sind auf Deutsch gesagt, was du im Zweifel auch einen Kunden, der ein Auto kauft, das war die ursprüngliche Idee dahinter, safe, wirklich, dazu bekommt für Unge. Da hatten wir auch überlegt, so komplette Jogger zu machen, ne? Aber halt in einer guten Quali. Wir wollten es erstmal nur zum Testen. Und das, was wir jetzt hier haben, ist das, was der Jürgen mal so in der Stadt geshoppt hat. Ne? Und wir hier in der Region hier in Pirna bei jemandem haben bedrucken lassen. Ne? Und da haben wir zum Bleistift, damit ihr es mal gesehen habt, ne? Sowas hier zum Bleistift gemacht. Also die Designs sind alle von den Jungs gemacht, vom Jürgen, vom Düse. Ne? Wir wollten ja nicht so dieses Basic T-Shirt-Dings also machen, ne? Was so dünn ist und irgendwie nee, wir wollten, scheiße das ist, geschnitten. Ja, so, stimmt, ja. Sondern okay. Halt ein bisschen cooler so. Ich bin halt kein Klamottentyp halt so, ne? Also, und ja, das ist halt so komisch, wir haben das ja letztes Mal gelernt, so komisch aufgeraut hier, ne? Damit es ein bisschen dicker. Das ist wirklich dick und schwer. Also das war sogar der Pulli, wo du gesagt hast, das ja, ist hier so. Genau. Das wird nur gecuttet hier, das wird so geschnitten. Das ist ein ganz normaler gewebter Stoff und der wird dann angeritzt, damit es dir dicker vorkommt und so ein Winterfeeling macht. Mhm. Mehr ist das nicht. Hat uns mal jemand erklärt, der halt Klamotten macht. Und den finde ich eigentlich ganz geil, würde ich sagen. Das ist ein bisschen mein Liebling. Ich finde, die besten haben wir ja alle zu Hause. Also ich, das hier. Ja, genau. Die Jungs haben schon die Klamotten schon seit einigen Monaten eigentlich schon. Die sind bloß nicht dazu gekommen, das mal fertig zu machen irgendwie. Ja, dann haben wir halt sowas so Matchbox-Style, ne? Champagne auf jeden Fall, ne? Das ist halt ganz simples Zeug, ne? Das ist jetzt nicht hier irgendwie High-End-Qualität wie bei Rad 48 oder JP oder sowas, ne? Ne, so halt. Das sind so ein paar einfache Designs hier, DAG Industries Design. Wo ist unser MKL Edition? Die haben wir dann eben gezeigt, ne? Die haben wir gezeigt. Doch, die ist ja, wir haben noch ein Video. So, das hatte ich mir mal überlegt, 417 Fahrzeugbande. Das war eigentlich so geplant für die Kunden, die ein Auto kaufen, ne? Und der ist auf dem Hoodie, finde ich mega. Ja, auf dem Cap oder so. Das würde ich mir auch so ja privat anziehen, hätte ich Bock drauf, ne? Da muss halt. Da musst du noch 417! 417, Bitch. Ja. Ich guck gerade Unsurfed oder so, wie die Scheiße hieß, mit Tupac und Biggie. Zum zweiten Mal. Ich hab der Lisa erzählt. Hab ich noch nie gesehen. Aber pst, hat sie es gehen. Ja, wenn ihr Interesse an sowas habt, ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt nie vorgehabt, jetzt irgendwie zwingt das zu verkaufen, das Zeug, um ehrlich zu sein. Sondern es war eigentlich für Leute gedacht, die hier was, ein Auto mitnehmen oder so. Das ist ja auch erst also das Testzeug. Ne? Ja, das ist alles nur Testphase hier, wirklich, ne? Das war hier, das ist so unsere MKL Edition. Ja, das wird noch lustiger werden, WhatsApp. Ja, ich sehe mich hier schon mit Motorkontrollleuchte. Die Mitarbeiter aus der Werkstatt sollten eigentlich das tragen, mit der Motorkontrollleuchte. Wirklich jetzt. Das ist geil. Nicht gedruckt, ne? Also finde ich am besten, würde ich mir auch kaufen. Ich feiere ja die Farbe hier mal extrem, da ist ja nichts drauf. Ist nicht das? Ist der Erzgebirge. Das gefällt mir eigentlich am besten. Erzgebirge, Aue, ja, ist das doch. Aue, für die Aue-Fans hier. Aue. Ja gut, komm. Zack, jetzt haben wir schon wieder genug Stuss gelauert. So, dann habt ihr das mal gesehen, also wir sind da an was dran, aber schon lange. Und leider, wie immer, nie weitergekommen, ne? Na, woran liegt es wohl? Woran liegt es? Das liegt einfach daran, dass wir seit einer Dreiviertelstunde zu dritt hier hinten stehen und scheiße laufen. Ja? So, wir müssen jetzt weitermachen, Leute. Ich würde sagen, ich weiß noch nicht, was das für ein Video sein soll oder auch nicht. Aber mal gucken, ob wir das veröffentlichen. Vielleicht schiebt man das mal so als Spaß irgendwie raus. Ich find's geil. Na, so als cool. Abendsunterhaltung. Wollen wir das einfach heute aus dem Haus haben? Einfach das, so? Ist das so Mad? Unangekündigt? Mad Tuesday oder was? Aber wir machen wenigstens unseren Job wirklich ernst, ne? Also auch wenn wir jetzt hier so rumgeigeln und rumblödeln, wenn der Kunde was will, sind wir so, stehen wir parat. Dann geht's los. Und dann sind wir auch konzentriert. Ich stehe mal so da. Julian. Das ist übrigens auch der den Film Manta Manta noch nie gesehen hat. Boah, nee, hab ich rausgeschnitten, geh weg, nein. Hast du gemacht? Ja klar. Du Drecksack. Wo ist denn das rausgeschnitten? Ja, beim Golf-Video. Da hab ich dir verboten, ich hab gesagt, das bleibt drinnen. Ja. Ich muss doch weiter.
Das, wir haben uns mal überlegt, wir machen hier mal so einen New Kids Abend. So richtig mit Bier und Grill und so und schönen Jogger an. Und dann gucken wir Manta Manta. Und dann auch New Kids Turbo. Und das streamen wir aber live. Ja. Was? Also nur, wir streamen nur live. Echt? Oder irgendwas, aber lustig eigentlich. Dann musst du aber völlig aufpassen, wenn du hier eine Filmvorführung machst. Ja, dürfen wir halt nicht. Ne? Warum? Wir können doch nur den Ton, also die Kamera auf uns. Ja. Und wir gucken in den Film. Okay. Und wenn sie da sitzen, dann alle schweigen da und schauen den Manta an, da passiert doch nichts die ganze Zeit. Ich weiß nicht, genau. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das interessant wäre. Ja? Wenn wir dazu genug trinken, dann wird es schon lustig. Ja, das kann sein. Man kann bei trinken halt nur aber kurz filmen und dann zusammenschneiden. Die Frage ist, wer das dann hinterher bereut. Julian auf jeden Fall. Ich kann schon die Hand kommen, so wie ich. Julian, also, trinkt. Julian, stehst du da? Julian trinkt so einen spanischen Wein, ne? Du trinkst ganz spanischen Wein. Nee, ja, kalifornischen. Kalifornischen. Kalifornischen Wein? Kalifornischer Weißwein. Wo du das letzte Mal getroffen hast? Ja. Komplett lost? Da gibt's wilde Storys. So Leute, jetzt sind wir raus. Bis dann, schönen Abend. Tschüss.